Das ist schon ein bisschen psychisch krank. Oh, was ist? Mensch, ist der Sound weg. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Schau. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Tja, merci. Dass mir eisalt ist. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Hier gibt es Zuckerwatte. Keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Na. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Brauchen wir Geld? Bitte. Wep, danke. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Ja, wieso wohl? Hä? Ehrlich? Das ist so grausam. Okay, die Kinder sollen sich das Theater... Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Was? Thank you.
Ich mag das Schild. Wo ist mit Dora? Ach, gut. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Immer noch nicht genug. Ich habe Geld gefunden. Hier, Mr. DeWitt. Perfekt getimt. Bin ich falsch? Ah, das ist ein Lift. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Oh Mann. Jetzt bist du auch noch Elektriker? Geil. Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Aha. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Oh. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Mhm. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Je, es reimt. Aha. Hier, für die Kasse. Vielen Dank. Oh. Geil. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Geil. Ja, das wird witzig. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion.
Ich weiß! Alter! Pisser! Ups! Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Hä? Ist das das Vogelmannle? Oh, wunderschön. Da, gib mal. Okay, hier. Vielen Dank. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Oh, Alter. Alter, nur weil sie schwarz sind. Meine Fresse. Warum der jetzt eine Ananas bei sich gehabt hat? Hey, bin ich froh, dass ich der Schild habe. Ja, wir sterben fast dabei, aber... Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ah, jetzt findet sie auch noch Muni. Geil. Die Strecke ist frei. Dann mal Abmarsch. Wuhu. Ist jetzt da über? Hall of Heroes. Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Panzerfaust. Na. Okay, Präzisionsgewehr. Da!
Boah. Autsch. Das ist leider alles. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Der Palt ja beschrupfelt. Salz mach ich keins. Ich übersetze jetzt nicht, was das heißt. Gut. Lad. Hey, schießt du auf sie? Alter! Nein, aber dann sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss, tschüss.